Hallo, guten Tag und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft in der Folge 3 in der Staffel 2. Wir waren dabei, hier ein ein Stall mit ganz vielen lustigen Pferden hinzubauen. Und diese Pferde werden irgendwann dann hier, ich weiß nicht, ob ich auch welche züchten möchte. Auf jeden Fall werde ich unser Pferd, das zurzeit bei uns in der Wohnung lebt, erstmal dahin verfrachten. Und wir können, ich werde einmal gucken, wie die hier in dem Texture Pack aussehen. Die Steine, die ich hier als Boden verarbeiten möchte. So. So. Hier habe ich werde ich eine Reihe freilassen, da wirst du schon sehen, was ich damit vorhab. Das dauert jetzt natürlich, weil ich auch keine Kohle habe, ich könnte Kobbel noch mal kurz holen gehen. In der Zeit brutzelt das hier lustig durch, ne? Genau. Dann gehe ich einmal kurz losrennen. Kobbel, Kobbel, Kobbel. Hier könnte man noch eine bessere Treppe vielleicht hinbauen. Irgendwie. Nächste Folge, übernächste Folge, mal gucken, wie ich mit dem Pferdestall hinkomme. Hier haben wir noch einen Stack. Das brauchen wir. Okay, das brauchen wir eigentlich nicht, glaube ich, aber nehmen wir erstmal mit. Mein Inventar ist auch schon wieder full of alles. Aber wir haben noch 6 Äpfel. Das geht ja eigentlich. Diorit lassen wir hier. Einmal kurz Essen tauschen. Die Kohle lasse ich auch da drinnen. Hier ist noch Kobbel. Wir haben sogar noch Cleanstone, das freut mich. Haben wir denn noch Holz? Oder habe ich davon alles verschwendet? 8 Sticks. Die Setzlinge nehme ich erstmal mit. Haben wir hier noch was Interessantes? Auch noch ein Setzling. Haben wir hier noch was? Haben wir in der Kiste vielleicht noch Holz? Mit ein bisschen Glück, aber natürlich nein. Okay. Ich sehe, glaube ich, dass es draußen schon dunkler wird. Das hier drin sieht das ein bisschen. Da ist eine Fackel, okay. Es wird wahrscheinlich dunkel. Dunkler. Haben wir überhaupt in der Nähe irgendwo... Springen erstmal in das Ding rein. Ich habe auch schon letzte Folge wieder vergessen, was reinzuwerfen. Ich werfe einfach jetzt immer irgendwas rein. Okay, dann muss ich nicht jedes Mal zur Kiste laufen und weiß Bescheid. Sind hier irgendwo Schafe? Da hinten steht eine Workbench noch rum. Also, da. Da. Okay, Schafe Sonne ist jetzt schon hinter dem Berg, deshalb wird es hier dunkel. Ich würde das hier gerne mal jetzt gerade ein bisschen umbauen, wenn wir schon mal hier sind. Dann ich würde das gerne auch so in dem Stil behalten, dass es so ein bisschen eingebuddelt ist, die ganze Aktion. Aber ich möchte gerne das Ganze ein bisschen treppiger machen. Einmal kurz hier runter, dann mache ich die beiden hier weg, dann kann man hier hochgehen. Ne, hier wollte ich hin. Wir machen jetzt uns aus Cobbles ein paar Treppen. Das ist jetzt auch nur kurz vorübergehend, solange bis es Nacht wird, weil es sich nicht lohnt, da jetzt hinzurennen und dann wieder zurückzurennen. So. Dann nehme ich hier noch ein bisschen von Erde weg, wenn ich denn nicht runterfallen würde. So. Zack. Der Block, der backt natürlich wieder. So. Vielleicht mache ich auch ein anderes Untergrundmaterial. Wieso geht das denn nicht? Nee, warte mal, da muss ich doch so wegmachen. So. Und dann so. Und dann in die Ecke mache ich nochmal richtige Steine, die ich natürlich zuerst weggemacht habe. Okay, dann haben wir schon mal eine Treppe. Wahrscheinlich werde ich gleich einfach vom Creeper in die Luft gejagt. So. Dann mache ich das so und so. Ist schon mal besser als gar nichts, muss man sagen. So, Tür zumachen, nicht dass irgendwelche komischen Menschen hier das Haus stürmen. Über die Nacht hinweg. Ich finde die Bilder auch sehr cool jetzt.
Die anderen waren auch sehr geil. Statt unserem... Ich weiß gar nicht, hier hatten wir doch Kim Jong-un oder nicht? Hier hatten wir Siegfried und von Siegfried und Roy. Und hier hatten wir einfach eine große Flagge, glaube ich. Stattdessen, das ist schon cool gemacht, so ein bisschen, ja, muss man sagen. Hat schon was. Da drauf ist ein Skelett. Unsere Rüstung hat bis jetzt noch keinen Schaden bekommen, dann wollen wir das auch erstmal so lassen. B lassen. Ah, der Zombie da, der folgt uns wohl. Du, ich glaube, bei dir hängt da was schief, mein Freund. Ich glaube, es ist deine Rippe. Und es ist auch dein Hals. So, wir sind schon Level 2 mittlerweile. Ist ja schon mal ein Anfang. Ganz cool. Zack, 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 zack. Ich mache erstmal sporadisch. So, dann haben wir schon mal... Verschwende ich jetzt nicht so viel Zeit damit, aber wir haben trotzdem einen vernünftigen Aufstieg. So. Hübsch. Dann müssen wir nicht ganz außen rumrennen. Die brutzeln hier noch. Wir haben 6 weitere Kohle, die ich da reinstopfen kann. Uns geht langsam das Holz aus, liebe Freunde des guten Unterhaltungsfernsehens. Und so. So, wir haben jetzt fast einen Stack davon. Und dann werde ich einmal kurz hier durchziehen. Schon mal dann, um so ein bisschen zu gucken, ob das nicht ganz blöd aussieht und überhaupt. Das kommt nochmal weg. Und jetzt die Reihe habe ich freigelassen. So. Nee, nicht so. Erkläre ich gleich, was die ganze Aktion soll, falls du dich fragst. Das soll nämlich so eine Art Ablaufrinne sein, damit die... Ich meine, so ein Pferdestall, das ist ja kein Ponyhof, ne? Das sieht ja aus da wie Hempels unter dem Sofa. Ich meine, was glaubt ihr, wohin die ganzen Fäkalien von Pferden gehen? Entweder werden sie abgewischt oder sie werden irgendwo abgepumpt. Bei mir werden sie halt einfach irgendwo hinlaufen gelassen. In den Berg rein, denke ich. Irgendwo. So. Ein paar Cobbles brauchen wir wohl nicht mehr. So dringend. Das sieht anders aus. Was ist das? Das ist Andesit. Okay. Das lasse ich erstmal hier. Müssen wir nicht zwingend mitnehmen. Also jetzt habe ich wieder einen Fehler gebaut. Eieiei. So. Dann, das hier muss ja weg. Dies hier bleibt stehen. Ich weiß nicht, doch, ich baue das erstmal noch weiter rein. Soweit, wie es halt nötig ist. Vielleicht sollte ich zuerst die Erde abmachen, bevor ich mich unter die Erde stelle. Nicht, dass die von oben noch runterfällt oder so. Stell dir das mal vor. Schaufel haben wir noch, ist nicht kaputt gegangen. So, hier hatte ich aber schon eine Andeutung gemacht. Genau. Damit ich da weiß, dass das hier so geht. Und an der Stelle wird das Gleiche passieren gleich. So. Zack. Ich mach das so und dann so und dann muss ich, ich weiß nicht, dann muss ich den gleich nochmal extra abbauen, der da oben war. Ich baue jetzt auch erstmal nicht eine ganz große Fläche, ich will das so Schritt für Schritt machen, falls ich irgendwelche neuen Ideen habe oder sonst was. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle, das freut mich, können wir gleich verwenden. Wir sind schon Level 4 mittlerweile, das ist krass. So. Level 4, gleich sind wir schon Level 5, wenn wir das hier abgebaut haben. Gehe ich auf jeden Fall von aus. Ich werde das Loch auch gleich wieder füllen, nicht, dass da irgendwas drin spawnt oder sonst was. Vielleicht schaffen wir sogar Level 6. Nee, ich glaube nicht. Da hat man einmal kurz das Pferd stampfen gehört im Hintergrund. Ich hoffe auch, dass der Sound passt und nicht vollkommen verkorkst und von Arsch ist. So, 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 so. Und fertig ist das ganze Zeug. Einmal kurz noch hier rangehen, dann mache ich mir nochmal zweimal Treppen. So, wie rum hatte ich das? So rum. Dann hatten wir Zäune. Zaun, Zaun, Zaun. Hallo, du Pferd. Möchtest du schon rein, oder was? Ich kann dir gar nicht in die Augen gucken. Nee, immer noch nicht. Dann muss ich mich... Jetzt kann ich in ein Auge gucken. Kann ich hier reinstechen. Oder auch nicht.
meine, das ist ja wie beim Pferdefleisch, ne? Da kannst du ja auch und so. Und ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Da kannst du auch nicht mehr in die Augen gucken, wollte ich sagen. Die Dinger. Zack, zack. Okay, ich glaube aber, ich mache hier... Ich glaube nicht. Was ich gerade sagen wollte, dass ich mir mehr Zäune mache. Ich habe so viel Holz verschwendet einfach nur. Wir müssen neues Holz holen gehen. Ich mache noch einmal kurz hier die Dinger fertig. So, so, so. Zack. Scheiße, Mann. Ich habe so viel Holz einfach für den Arsch. So. Das Ding da oben kommt noch weg. Genau, das hier wird noch weggebaut. Dann kann man hier ganz entspannt rumlaufen. Okay. Was ich gerade sagen wollte, ich wollte eigentlich überlegen, ob ich hier jetzt noch so ein paar offene Gehege mache, aber das mache ich erst ab der Säule, dass halt auch die Pferde nach draußen kommen, gucken können wenigstens und so ein bisschen Licht, bla bla bla. Generell gefällt mir das aber schon. Wir brauchen aber mehr Holz. Das ist die Sache. Ich habe diesmal sogar einen Timer mitlaufen. Die letzte Folge ist ja ein bisschen kurz ausgefallen mit 13 Minuten. Ich würde mich schon gerne an so 15 bis 20 halten. Vor allen Dingen, ja, es lohnt sich halt nicht für 13 Minuten reinzukommen. Also ich gucke meistens keine Let's Plays, die 13 Minuten gehen. Ich bin halt eher der Typ für Überlänge. Aber ich wurde halt darauf aufmerksam gemacht, dass das wohl besser wäre, wenn ich kürzere Videos mache. Aber das ist ja, denke ich mal, Ansichtssache. Aber wenn halt der Großteil sagt, ey, wir wollen das so haben, dann ist das ja für mich nicht unbedingt ein Problem, weil aufnehmen werde ich es ja eh. Es ist halt nur eine Sache, wie ich es hochlade und rendere. Das ist halt der einzige Unterschied dabei. So. Eine Axt geaxtet. Wir können uns auch so eine automatische Hühnerverbrennungsproduktionsmaschine bauen. Wo wir unendlich gebratene Hühner draus bekommen. Die Dinger sind sogar auch gewachsen mittlerweile. Wir haben noch Saplings gehabt. Die setze ich mal da hinten auf die freie Fläche. Dann müssen wir nicht jedes Mal so weit laufen, wenn wir welche brauchen. Das, der Weg hier, der hat sich auch schon schön gemacht jetzt auf jeden Fall. So, zack, zack, zack. Das ein Problem, was ich jetzt bei dem Texture Pack, was mir aufgefallen ist, die Hungerleiste, die ist mir irgendwie so ein bisschen zu, ich sag mal, meh. Man sieht halt so schlecht, ob man jetzt wirklich gerade hungert. Also es fällt einem halt erst auf, wenn man so sagt, ey, ich musste mal auf meine Hungeranzeige gucken. Wenn du weißt, was ich meine. Ich frag mich, ob ich... Also wenn ich die jetzt produzieren, wenn ich die züchten würde, die Pferde, würde ich dann nochmal welche draußen laufen lassen. Ob ich dann hier eine große Fläche, ansonsten könnte ich das ja so lassen. Dann kannst du halt das Pferd da drin abstellen und das kannst halt gehen, in die Garage. Bin ich mir nicht sicher drüber. So, das hier muss eh weg. Das kann ich ja schon mal machen. Während wir auf keine Steine warten, weil keine drin sind. Zack, zack, zack. So, und hier können wir auch noch was reinhauen. So. Und dann hauen wir schon mal das hier weg. Das Gekrösel. Damit ich da neue Schaufel machen kann. Wir haben 13 Holz, sehe ich gerade. Wir wollten ja noch mehr holen. Egal. Damit ich hier diese kleinen offenen... Also ich will dann einen Gang machen. Links und rechts sind dann halt einzelne Gehegestelle, wie man sagt. Und, ja, das soll so in der Theorie. Wie groß mache ich denn einen so einen Stall? 3 reicht, glaube ich. 3 Blöcke, das sollte auf jeden Fall für einen so ein Vieh... Für einen so ein Pferd ist, ich entschuldige mich bei allen Fans von Pferden oder Wendy oder was auch immer, was irgendwie mit Pferden zu tun hat. Hier könnte ich noch ein paar mehr Bäume gerade setzen. Dann sparen wir uns schon mal die Zeit. Zack, 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 zack. Und wieder zurück. Wir könnten mit Knochenmehl die ganze Aktion beschleunigen. Hätten wir welches. Das sieht ja geil aus. Da hätte ich richtig Bock, einfach reinzubeißen. Also das sieht zwar virtuell aus, aber finde ich schon, ist schon gut gemacht. Also kann man schon so sagen. So, dann erstmal die Stelle ausbauen. So, das hier hatte ich ja sogar noch gesetzt gehabt. So,
weiß nicht, ich glaube, ich mache 3 nach draußen dann. Oder 4. Ne, 3 reicht wohl. 2 würde auch reichen. 3 mache ich, ich mache 3. Okay. Also das hier weg noch. Hier ist wieder irgendein Stein, den ich nicht kenne. Ich glaube, das ist Andesit. Jetzt wird wieder nächtlicher. Ich könnte mir glatt ein Bett irgendwie machen. Wir haben sicherlich genug Strings oder irgendwas anderes, also Fäden, um uns auch genug Wolle. Ich glaube, in der Mine hatte ich mir mal richtig viel mitgenommen. Ich weiß das aber nicht mehr. Wir sollten jetzt langsam wieder nach Hause. Ich bin mal gespannt, ob man, wenn man dann bei uns da in der Hütte im Bett liegt, ob man dann die Pferde hört. Durch den Berg durch. Das wäre interessant. So, Tür zu, kommt nichts rein und ab in die Haie. So. Wieder mit dem schönen Grafikbug, der natürlich kann man nicht viel gegen machen. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Die Treppen, ich glaube, die haben sich bis jetzt schon. Habe ich noch welche dabei? Ne, ich habe noch die dabei, die behalte ich. Ich setze die hier mal gekonnt. Einmal eben hier, 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 hier. Und man kann entspannt nach oben gelangen, ohne springen zu müssen. Ich meine, überleg mal, du läufst zu Hause durch deinen Garten oder so und musst dann an irgendwelchen Stellen springen. Überleg dir das mal, nur um weiterzukommen. Oh, sind schon ein paar Bäume gewachsen. Aber ich würde sagen, mit unserer neuen Axt fällen wir die erst in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.